Hallo Kameramagier, ich habe mir Gedanken gemacht, wie man sich in der Community besser vernetzen kann und auch mal Leute im Live-Chat sehen kann. Und da gab es für mich nur eine Option, Discord. Und ich möchte dir zeigen, wie du unseren DaVinci Resolve Discord-Server nutzen kannst für dich und dich in die Community mit einbringen kannst. Also, auf geht's! Zuallererst mal unten in der Beschreibung ist der Einladungslink, mit dem du auf dem Server kommst. Falls du noch nie Discord genutzt hast, Discord ist sowas wie ein großes eigenes Chatforum-Software-Ding, mit dem du auch mit Leuten live chatten kannst, so wie du es von Skype oder WhatsApp gewohnt bist. Aber hey, schauen wir uns doch mal an, was du dir von diesem Server erhoffen kannst. Keine Sorge, falls du Discord noch nie genutzt hast, es ist super einfach zu bedienen. Auf der linken Seite hast du quasi die unterschiedlichen Kategorien und Foren. Dabei hast du die Dinge, die mit einem Hashtag versehen sind. Das sind quasi Chatforen, in denen du schreibst. Und dann hast du ganz unten auch noch Voice-Kanäle, wo du quasi mit Leuten dich austauschen kannst per Videochat. Auf der rechten Seite siehst du die Leute, die gerade online sind und mit denen du schreiben könntest. Und da gibt es zum Beispiel Leute, die du vielleicht schon aus der Kommentarspalte meiner YouTube-Videos kennst. Wie zum Beispiel den Elias, den Kai von Kai voll abgedreht. Aber auch andere sind dabei. Petruschki, dich meine ich. Wenn du jemanden Spezielles eine Nachricht zukommen lassen willst, dann kannst du einfach mit Rechtsklick auf denjenigen gehen und ihm eine Nachricht schreiben oder ihn auch anrufen, falls du dich mal persönlich mit jemandem austauschen möchtest. Und in der großen Mitte, da befindet sich dann das Chatfenster, wo du den reinposten kannst und schreiben kannst. Hier teilen wir die Presets, die wir für euch schon gemacht haben. Und da kriegst du auch immer eine Notification, falls neue Presets online sind. Aber nicht nur wir erstellen Presets, sondern auch die Community. Zum Beispiel kannst du in Teile deiner Arbeit Comps und Settings-Files reinladen, die du für die Community erstellen möchtest. Du kannst natürlich auch ein YouTube-Video über deine Comps und Settings-Files machen und sie auch hier verlinken. Unter Umfragen kannst du Umfragen starten, aber falls du wirklich technische Fragen hast, dann sind die Help-Rooms hier genau für dich das Richtige. Hier haben wir für jede Page einen Chat-Kanal eingerichtet. Zum Beispiel, falls du eine konkrete Frage zu Fusion hast, kannst du sie hier stellen. Und wenn du mal akut wirklich Live-Hilfe benötigst, also wo du mit jemand anderen sprechen musst, dann gibt es hier unten die Voice Rooms, in die du dich einwählen kannst und dann einfach mit den Leuten quatschen kannst und auch deinen Bildschirm teilen darfst. Okay, also falls du wirklich mal Hilfe brauchst, kannst du genau da was reinposten und da reinkommen. Aber diese Voice-Kanäle, die sind nicht nur dafür da, damit du Fragen stellen kannst, sondern auch dich einfach mal austauschen kannst und einfach mal mit uns als Community abhängen kannst. Du kannst hier zum Beispiel dich bei Reden einloggen und dann kannst du mit bis zu 25 Leuten im Live-Video-Chat quatschen, was super geil ist. Aber denk daran, wenn du fertig bist, hier unten die Verbindung zu trennen, weil ansonsten wird deine Webcam und dein Mikrofon live ins Internet übertragen und das willst du höchstwahrscheinlich nicht in jeder Situation. Und denk bitte auch an die anderen, die das eventuell hören könnten oder sehen könnten. Weiß ja nicht, was du machst. Yo! Ansonsten kannst du dein eigenes Profil noch einstellen, indem du hier unten auf die Benutzereinstellungen klickst und hier hast du quasi die Möglichkeit, deinen Status und deine Bilder anzupassen. Ich möchte diesen Discord-Server als geschlossenen Community-Raum halten und deswegen gibt es auch ein paar Regeln, die du natürlich auch im Regeln-Tab findest. Ich möchte, dass sich auf diesem Discord-Server wirklich jeder wohlfühlt und wir eine Community aufbauen können, die wirklich annehmend ist, die wirklich Leute von jedem Videoschnittstandard annehmen und ihnen Hilfe bieten. Weil das ist das, wofür ich persönlich stehe. Ich möchte jeden Menschen so annehmen, wie er ist. Und das möchte ich halt auch hier etablieren. Deswegen seid freundlich und dann steht euch auch kein Bann ins Haus. Ich werde öfters mal im Voice-Chat, im Voice-Kanal unter Reden 1, 2 oder 3 abhängen mit euch. Und da könnt ihr mich mit Fragen löchern. Also, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns auf dem Server. Bis dahin, ciao.